Ja, Conny Wieting, besonderes Spiel zwischen Westfalen Ohrfeld und Viktoria Köln, Verein, wo du früher gespielt hast. Genau, richtig. Ja, ich denke mal, wird ein superklasse Derby. Ich freue mich auch schon tierisch drauf, schon alleine wegen der Zuschauer, die Regen, die kommen werden. Ja, und dann schauen wir mal, was es am Platz zu bieten gibt. Was auffällt, wenn man sich die Tabelle anguckt, 3 Punkte von 11 hat Wesseling nur zu Hause geholt. Was ist los bei euch zu Hause? Ja, man muss ganz klar sagen, wir haben immense Probleme im Sturm gehabt. Wir haben also nicht so wirklich viele Tore geschossen, teilweise kläglich vergeben. Wir haben auch relativ junge Stürmer noch. Ist alles zu verzeihen. Nur, ich denke mal, die Zuschauer sind halt auch ein bisschen enttäuscht im Moment. Aber ich denke mal, am Sonntag werden wir versuchen, daran zu arbeiten. Gut. In der Zeitung heute, im Kölner Stadtanzeiger, gibt Jupp Farkas ganz klar Favoritenrolle Viktoria Köln zu, aufgrund auch der Verletztenliste. Deine Einschätzung dazu? Ja, ist richtig. Muss ich meinem Trainer recht geben. Wir haben eine ellenlange Verletztenliste mit unserem Captain, mit dem Esan Chattos, ein ganz, ganz wichtiger Mann, der uns auf der Sechserposition fehlen wird. Dann mit dem Philipp Krumpen, der hinten als Manndecker noch fungiert. Auch ein ganz wichtiger Mann, der ganz schwer zu ersetzen ist. Gut, ich denke mir, jetzt müssen einfach die Jungs, die aus der A-Jugend hochgekommen sind, müssen jetzt zeigen, dass sie Verbandsliga-Potenzial haben. Im Training beweisen sie es. Jetzt müssen sie es am Sonntag gegen Viktoria auch versuchen umzusetzen. Und dann müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Was ist mit dem Kader möglich in Wesseling? Ja, also möglich ist sehr viel. Es ist ein sehr, sehr großes Potenzial. Ich habe also selten eine Mannschaft gesehen, die mit so vielen A-Jugendlichen in die Meisterschaft reingeht. Mit so viel Potenzial auch. Mein Tipp, wenn man jetzt mal so längerfristig schaut, denke ich mir schon, dass wir die Saison so unter den ersten 8, 9 abschließen werden. Dein ehemaliger Verein Viktoria Köln hat jetzt 6 Spiele in Folge gewonnen. Dazu noch unentschieden gegen Hennef, Tabellenplatz 2. Eine Überraschung für dich? Nein, absolut nicht. Viktoria hat eine bärenstarke Mannschaft, hat jetzt auch mit dem Konrad Czarnecki einen super Trainer sich geholt. Dann kommen natürlich diverse Einzelspieler noch dazu, besonders der Captain von Viktoria, der Jonas Wendt, absoluter Kultstürmer für mich in der Verbandsliga, hat auch schon reichlich geknipst. Eine Führungsposition hat er in der Truppe und ich denke mal, ist der große Manitou bei euch. Ja, Viktoria Köln wird meistens, wie auch Fortuna Köln, zahlreich von Zuschauern unterstützt, auch lautstark. Meinst du, eure Spieler könnten davon ein bisschen nervös werden? Ja, denke ich mir nicht, weil wir haben auch eine sehr große Zuschaueranzahl hier. Wir haben auch mindestens 400 bis 450 Zuschauer, die aus dem Umfeld halt kommen auch. Ja, da denke ich mir, wird das nicht dran hapern. Dein Tipp für Sonntag? Ich denke mal, ein wunderschönes 2-2 für alle Beteiligten, denke ich mir, ist das dann. 4 Tore in einem Spiel ist wunderbar. Dankeschön fürs Gespräch. Bitteschön.